Programme ohne Ein- und Ausgabe sind irgendwie langweilig. Jetzt wollen wir den Computer beibringen, sich mitzuteilen. Dazu habe ich schon einmal ein neues Projekt erstellt, eine .NET Console Application. Ich erstelle es nochmal als neues Projekt, nur zum kurz herzeigen, damit es keine Verwirrungen gibt. Hier wählen eine Console Application .NET Core wählen, dann weiter die gewünschten Daten ausfüllen und fertigstellen. Okay, der Computer soll sich mitteilen. Das Programm startet hier im Main. Sobald das Projekt angelegt wird, steht in der Program.js-Datei dieses Main bereits und hier startet der Computer und führt alle Befehle von oben nach unten aus. Zeile für Zeile geht der Computer diese Datei durch oder dieses Main durch und führt dann die darin vorhandenen Befehle aus. Also zu Beginn soll der Computer Hallo sagen und das wollen wir in die Konsole rausschreiben, also console.write Hallo, Klammer zu, Strichpunkt am Ende nicht vergessen. Wir wollen in die Konsole rausschreiben, deswegen schreiben wir einfach Konsole, Punkt, dann was wir machen wollen, write für schreiben und dann in den runden Klammern in C-Sharp gehört rein unter Anführungszeichen der Text. Wichtig ist, dass der Text in Anführungszeichen steht, damit der Compiler in C-Sharp auch weiß, das ist nur ein Text. Texte sind immer in doppelten Anführungszeichen zu schreiben. Okay, dann machen wir noch einen Befehl. Nachdem er Hallo ausgegeben hat, soll er nochmal ausgeben, irgendwas, null to def zum Beispiel und Strichpunkt am Ende. Wir können das Programm starten mit dem Pfeil oben mit dem grünen oder mit dem Shortcut F5 und das Programm startet und es steht gleich hier Hallo und null to def. Es ist keine neue Zeile, es ist kein Leerzeichen dazwischen. Der Grund ist recht einfach, wir haben auch hier keine Leerzeile drin. Ja, einfach ein Leerzeichen reingeben und dann wäre auch hier ein Leerzeichen. Wir wollen aber eine neue Zeile, das könnten wir mit \n reinschreiben. \n heißt neue Zeile oder noch besser und einfacher. Wir schreiben einfach console.writeline. Durch writeline wird am Ende der Zeile automatisch ein Zeilenumbruch gemacht. Alles, was wir hier ausgegeben, jeder String, ja, jeder Text in eine eigene Zeile geschrieben. Wie wir hier auch sehen, sobald wir das Programm gestartet haben, sind beide Zeilen neu. Wenn wir Texte ausgeben, dann brauchen wir diese doppelten Hochkomma, damit wir den Text ausgeben können, also den Text unter Anführungszeichen schreiben. Der Compiler weiß damit, okay, das ist nur ein Text, da braucht der nicht weiter analysieren, da ist sicher kein besonderer Befehl oder etwas anderes drinnen. Zur Vereinfachung sagen wir mal so. Okay, also Texte immer unter doppelten Anführungszeichen. Wenn wir Zahlen ausgeben wollen, wiederum, dann brauchen wir diese doppelten Anführungszeichen nicht. Der Computer kann toll mit Zahlen umgehen, ja, mit denen kann man kann er rechnen, kann alles Mögliche machen. Und wir schreiben einfach console.writeline und 7 oder irgendeine beliebige Zahl. Ja, wenn wir das Programm starten, sehen wir, dass er die 7 einfach ausgibt. Wir brauchen hier die doppelten Hochkomma einfach nicht. Und wir können mit Zahlen auch rechnen. Ja? Wenn wir schreiben 7 plus 3, dann sehen wir hier gleich, dass das Ergebnis ausgegeben wird 10. Also rechnen kann der Computer schon mal richtig. Wir können aber jetzt auch ausgeben, denn die gesamte Rechnung, also 7 plus 3 ist gleich als Text. Und dann das Ergebnis einfach, dann schreiben wir unter Anführungszeichen 7 plus 3 ist gleich und jetzt kann ich zu diesem Text 7 plus 3 ist gleich einfach was anhängen, einen weiteren Text anhängen. Das kann ich mit Plus machen. Also mit Plus kann ich mehrere Texte zusammenhängen. Und jetzt schauen wir mal, was hier
rauskommt. Und wir sehen, dass der Kommentar plötzlich nicht mehr rechnen kann. Denn 7 plus 3 ist gleich 73. Gerade hat der Kommentar noch 7 plus 3 richtig addiert und hat 10 hingeschrieben, jetzt plötzlich 73. Woran liegt das? Es liegt daran, dass wir zu dem Text mit plus einen weiteren Text dranhängen. Also geht der Kommentar her und sagt, okay, das ist ein Text, da kommt eine 7, die soll ich zum Text dazu hängen. Dann tue ich so, als wäre die 7 auch ein Text, als wäre sie unter Anführungszeichen geschrieben und hängt einfach den Text dran. Und das gleiche macht er mit 3. Ja, und dadurch hängt er einfach nur die Texte zusammen und rechnet nicht. Wir wollen aber, dass er die Addition macht und das Ergebnis an den Text dranhängt. Und deswegen setzen wir einfach den 7 plus 3 in Klammern. Ja, Klammer vor Punkt vor Strichrechnung, das kann er natürlich, das kann er auch in dem Fall, wenn es um Zusammenhängen von etwas geht. Die Klammern sagen in dem Fall erst ausrechnen, dann das Ergebnis dranhängen und wir sehen, es funktioniert. Wir haben gesehen, wie man Zahlen ausgibt, Texte und Zahlen gemeinsam ausgibt, zusammenhängt. Wir können aber auch vom Benutzer Eingaben fordern. Ja, der Benutzer soll etwas eingeben, zum Beispiel einen Namen eingeben. Und dazu sagen wir dem Benutzer, bitte Namen eingeben, damit er auch weiß, was er tun soll. Und den eingegebenen Namen, den wollen wir jetzt gleich wieder ausgeben. Wir wollen einfach nur schreiben, wenn er Max eingibt, hallo Max. Wenn er Susi eingibt, hallo Susi. Also wollen wir ausgeben, hallo. Ja, ConsoleWriteLine, hallo. Und wir hängen das dran, was der Benutzer direkt eingegeben hat. Also müssen wir jetzt der Konsole sagen, wir wollen lesen, also Punkt Readline. Ja, hier klappt IntelliSense auf. Da sehen wir, was wir alle schreiben können, was der Compiler akzeptieren wird. Und da sehen wir Readline. Und wir sehen, es liefert einen Text zurück. Und auch Readline ist eine Funktion. Das heißt, auch wir brauchen die runden Klammern zum Aufrufen dieser Funktion. Nur brauchen wir hier keine Parameter mitgeben. Ja? Einfach nur alles lesen, das reicht schon. Das ganze Programm wartet jetzt automatisch so lange, bis der Benutzer etwas eingegeben hat und das mit Enter bestätigt. So, wir sehen, bitte Namen eingeben. Wir schreiben rein DevDave, drücken Enter und es steht da, hallo DevDave. Recap. Okay, ConsoleReadLine liest eine gesamte Zeile ein. ConsoleWriteLine gibt eine ganze Zeile aus. Console.write liefert oder gibt einen Text aus, macht aber kein Enter am Ende. Ich kann Texte ausgeben, ich kann Zahlen ausgeben, Texte immer unter Anführungszeichen und Programme werden immer von oben nach unten schrittweise ausgeführt. Auch das haben wir gesehen. Am Ende der Zeile brauchen wir immer einen Strichpunkt. Wenn wir den vergessen, dann gibt es immer hässliche Fehler, sogenannte Compile-Errors. Das sieht man dann hier, dass er nicht kompilieren kann, dass es einen Fehler bei der Übersetzung gibt. Ob ich weitermachen will, normalerweise sagt man hier immer nein. Für den besten Fall nur die letzte funktionierende Version aus, nicht das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Also man sieht hier nein und man sieht auch hier rot unterstrichen und man sieht unten die Fehlermeldung, Strichpunkt expected. Der Cursor springt automatisch zu der Zeile. Ich fahre mit der Maus drüber über das rot unterstrichenen und er sagt mir auch, was der Fehler hier genau ist. Dann gebe ich den Strichpunkt an und alles ist wieder gut. Das Programm startet wieder.
ConsoleWriteLine und ConsoleReadLine sind sogenannte Funktionen. Diese brauchen immer runde Klammern, damit sie aufgerufen werden. WriteLine muss wissen, was ausgegeben werden soll, ja, ob es ein Text ist, ob eine Zahl oder eine Berechnung. Das, was ausgegeben werden soll, muss in diese runden Klammern rein. ConsoleReadLine braucht nichts weiter, keine Informationen, um den Befehl ausführen zu können. Deswegen ist einfach nur Klammer auf, Klammer zu, ohne weitere Informationen. WriteLine benötigt einen sogenannten Parameter, ReadLine eben nicht. Ich kann aber auch ConsoleWriteLine ohne Parameter aufrufen, dann gibt er einfach nichts aus, außer eine neue Zeile. Ja, so kann man zum Beispiel Leerzeilen machen. Apropos Leerzeilen. Hier sind einige Leerzeilen vorhanden. Die kann man reingeben, die kann man weggeben, da kann man viele reinmachen. Den Compiler ist das total egal. Sobald wir Start drücken, ignoriert er alle Leerzeilen, alle Leerzeichen, alle etwaigen Kommentare. Nur die Befehle sieht er sozusagen bzw. führt er aus, der Rest wird ignoriert. Es ist empfohlen, nur so viele Leerzeilen zu machen, wie unbedingt notwendig zur Übersicht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.